News der Woche Nummer 11. Meine Highlight von der Late in Building Messe und der 28. Filmfestival Türkei Deutschland hat am 8.3. gestartet. Starke Frauen am Weltfrauentag ausgezeichnet in Nürnberg am 8.3.2024 eröffnet das 28. Filmfestival Türkei Deutschland. Was ist eigentlich das Filmfestival? Das habe ich bei der Festivalleitung nachgefragt. Ich bin die Sinem Ilteli. Ich bin die Kuratorin hier. Es ist tatsächlich so, dass wir die aktuellsten Filme auf unserem Festival haben. Wir haben natürlich ältere Filme, die dann zu Ehren unserer Ehrengäste gezeigt werden. Aber kurz kann ich wirklich sagen, dass es die aktuellsten Produktionen aus beiden Ländern sind, wie auch bei den Kurzfilmen. Das Filmfestival gibt es seit 1992 in Nürnberg. Seitdem hat das Festival hohen Zuwachs bekommen. Einer, der auch immer beim Filmfestival dabei ist, ist der Oberbürgermeister Markus König. Nein, schon seit mehreren Jahren. Wir fördern das natürlich auch als Stadt Nürnberg. Das erste Filmfestival war 1992 und das ist schon eine Tradition und es gehört fest auch in unserem Kulturkalender dazu, dass wir das Deutsch-Türkische Filmfestival begehen und das ist auch ein richtiges schönes Zeichen, dass wir Kulturen verbinden und Kultur verbindet Menschen und das Filmfestival ist sensationell auch mit den Filmen, die heute, aber auch in den letzten Jahren gezeigt worden sind. Das Festival beinhaltet die kulturellen der Türkei und Deutschland. Es gibt nicht nur Filme zum Schauen. Wir haben die Filmgespräche nach jedem Film, soweit die Regisseure oder die Darsteller natürlich anwesend sind. Ansonsten haben wir aber auch in der Lounge ein paar Gespräche, die dann ein spezielles Thema haben, die schön moderiert werden mit den Festivalgästen. Und wir werden in der Lounge natürlich auch an drei Abende, vier Abende sogar, werden wir Musik haben. Seid ihr interessiert? Schaut auf der Webseite der Veranstalter Filmfestival Türkei Deutschland. Online-Ticket sind für 7,50 €. An der Abendkasse liegt der Preis bei 9,50 €. Denn könnt ihr auch eine 10er-Karte für 70 € geholt werden. Die könnt ihr für zwei oder mehrere BesucherInnen benutzt werden. Am kommenden Wochenende ist es soweit. Ich werde meinen Discord-Server umstellen. Einfach reine Informationssache. Daher für euch wird es sich ein bisschen was verändern auf dem Discord-Server. Bitte wundert euch nicht, wenn mal irgendwie Zeit lang oder ich sag mal so, über diese 4 Tage wird einfach eine Wartungarbeit auf dem Discord-Server sein. Da heißt dann auch, ihr könnt erstmal soweit nichts mehr reinschreiben. Ab Donnerstag geht echt los. Sollte, wenn alles gut läuft, am Sonntag abgeschlossen werden. Mit ca. 151.000 BesucherInnen geht der Late in Building Messe vorbei. Die weltgrößte Messe in Frankfurt
Boot für die BesucherInnen, Beleuchtung, Sicherheit und die neuesten Technologie. 511 Aussteller aus dem Inland und außerhalb waren 1658 Aussteller. Die Messe kam bei den BesucherInnen zu 95% sehr gut an. Die nächste Late-in-Building-Messe ist vom 8. bis zum 13.03.2026. Ja, das waren auch schon wieder die News der Woche von dieser Woche. Ja, es geht auch schon wieder die Zeit so schnell vorbei. Aber ich sag damit, habt noch eine schöne Woche. Schaut beim Filmfestival Türkei-Deutschland vorbei. Ich werde auch noch ein paar Male machen. Damit schöne Woche, schönen Tag. Tschüss.